Ein wesentlicher Punkt, so habe ich das in Ihrem Buch gelesen, ist ja, dass Sie sagen, dass man sich an die Stelle des anderen setzt. Das betonen Sie immer wieder. Und das bedeutet ja auch, dass man ans große Ganze denkt und eben nicht nur an sich selbst und sein partikulares Interesse. Aber diese Tugend scheint heute nicht so verbreitet zu sein. Kann man das üben oder wie will man das vermitteln in dieser Gesellschaft, wie wichtig das ist? Also wir haben ja historisch eine Zeit des Neoliberalismus und der Ökonomie, der Angebotstheorie hinter uns, die kulturell dazu geführt hat, dass die Menschen, die auch die jungen Menschen, alle in einen Wettbewerb gegeneinander gehetzt worden sind. Das ist richtig, finde ich, kriminell gewesen, gerade immer noch, sofern es besteht. Ich habe es im Universitätsleben gemerkt, aber das geht ja schon bei der Grundschule los. Das zerstört das Selbstverständnis und Selbstwertgefühl der Menschen, die lernen, und vor allen Dingen gewöhnt es ihnen ab, gemeinsam zu arbeiten und sich auf Kooperation einzustellen und damit auch darauf, sich an die Stelle der anderen zu setzen. Also so, das ist eine kulturelle Hypothek, die wir in den letzten 30, 40 Jahren, im Grunde seit Ende der 70er Jahre haben, die wir selbst erst allmählich begriffen haben, wie epochal das ist. Und der steht aber doch entgegen auch wiederum eine lange, jahrhundertelange Tradition, dass man nicht nur an sich denken muss und darf und auch eine Alltagserfahrung, dass man auch an die anderen denken muss. Also wir haben es auch zum Teil in der Pandemie gemerkt. Und alle diese kulturellen Dinge kommen nicht von allein. Die muss man stärken, die muss man grundieren, die muss man mobilisieren. Aber ich glaube schon, dass diese ganz pragmatische Regel, sich zu überlegen, wie würdest du denn denken und fühlen, wenn du auf der anderen Seite wärst, erstmal gut zu begreifen ist und dass sie auch nach wie vor eine Grundierung im Alltag hat. Es gibt ganz viele, die das spontan machen. Manche haben es sehr trainiert. Ich selbst komme aus einer Familie mit einem engagierten Reformlehrer und einer, wie Sie damals sagten, Fürsorgerin, also einer Sozialarbeiterin als Mutter. Und die hat uns das von morgens bis abends sozusagen eingebläut, dass wir das machen müssen. Und auch Inklusion, so nannte man das damals nicht, aber immer zu gucken, ob jemand am Rande steht oder solche Sachen. Das ist auch eine Frage des Trainings. Da bin ich auch Aristotelikerin, weil ich glaube, man gewöhnt sich auch an Sachen und man ist dann habituell. Aber, und das muss man auch wieder mehr machen. Insofern ist diese neoliberale Wettbewerbsmanie sehr, sehr schädlich gewesen. Aber das muss man auch wieder überwinden. Letztlich glaube ich da doch, dass die Natur des Menschen stärker ist als solche Moden, die doch selbstdestruktiv sind. Okay.